Er hat in diesem Jahr ein fantastisches Thema gefunden für die Ruhrfestspiele, nämlich Mittelmeer. Ein aktuelleres Thema könnte es gar nicht geben für ein Theaterfestival. Und er hat das festgelegt zum Zeitpunkt, als es kaum zu ahnen war, was im letzten halben Jahr alles auf uns zugekommen ist. Es ist sicherlich das Thema der Stunde und er hat ein fantastisches Programm drumherum gebaut um dieses Thema, das sicherlich viele Fragen aufwerfen wird. Und der Programmtitel hat ja auch ein Fragezeichen, Mare Nostrum. Also es stellt an uns die Frage, betrachten wir das noch als Teil einer Gemeinschaft, als eines gemeinsamen Kulturraums. Und ich glaube, da ist die Stärke des Theaters, dass es die Fragen stellen kann. Und die Antworten müssen wir selber geben.